keine andere Tätigkeit spielt eine so zentrale Rolle in der Bearbeitung von Kunden oder auch Produktionsaufträgen wie die Kommissionierung in Lager und Logistik. Egal, ob im Handel oder in der Industrie, die Zusammenstellung von bestimmten Artikeln aus dem Lager für einen Auftrag ist fester Bestandteil innerhalb der Unternehmensprozesse. Dabei können die Kommissioniermethoden sehr unterschiedlich aussehen und reichen von der analogen bis zur vollständig digitalen Kommissionierung. Das gewählte Kommissioniersystem hängt maßgeblich von der Art der zu kommissionierenden Ware sowie von zeitlichen und räumlichen Bedingungen im Unternehmen ab. Der übergeordnete Begriff Kommissioniersystem umfasst dabei sämtliche Kommissionierverfahren und Techniken, mithilfe derer die logistischen Prozesse im Unternehmen stattfinden. Es geht um das Zusammenspiel von drei Faktoren. Erstens das Organisationssystem. Es beschreibt die Organisation und den Ablauf der Kommissionierung, zum Beispiel auftragsorientierte serielle Kommissionierung. Zweitens das Informationssystem. Es beschreibt die Art der Datenübertragung als Kommissionierverfahren, zum Beispiel Pick-by-Scan. Und drittens das Materialflusssystem. Das wiederum beschreibt die Kommissioniermethode als Art und Weise, wie Güter entnommen werden, zum Beispiel nach dem Person-zur-Ware-Prinzip. Schauen wir uns das Materialflusssystem, also die Kommissioniermethode, mal etwas genauer an. Die Kommissioniermethode beschreibt die Art und Weise, wie Personen und Ware zusammengebracht werden und legt damit den Materialfluss in der Logistik fest. Es werden die Abläufe zur Bereitstellung, Fortbewegung und Entnahme von Gütern definiert. In der Praxis finden zahlreiche Kommissioniermethoden Einsatz, die von den jeweiligen Voraussetzungen im Unternehmen abhängen. Hierzu zählen zum Beispiel Unternehmensgröße, Lagerbestand, Artikelart oder Höhe des Durchsatzes. Um geeignete Methoden auszuwählen, sollten daher die jeweiligen Vor- und Nachteile abgewogen werden. Es ist ebenfalls möglich, verschiedene Kommissioniermethoden innerhalb der Lagerlogistik zu kombinieren. Bei der Ware zur Personenkommissionierung erfolgt die Bereitstellung der Waren automatisiert. Das heißt, die Artikel werden mithilfe von Fördertechnik und automatischen Lagersystemen direkt zum Kommissionierer geliefert. Die Entnahme kann entweder manuell per Hand stattfinden, per Stapler oder auch automatisch durch Roboter. Wurde die benötigte Menge aus dem Behälter entnommen, so transportiert die Fördertechnik diesen wieder zurück ins Lager. Diese Art der Kommissionierung wird auch dynamische Bereitstellung genannt, da die pickende Person an einem festen Ort arbeitet und sich die Waren dynamisch dorthin bewegen. Hierfür kommen beispielsweise automatisierte Hochregallager, Paternoster oder Umlaufregale zum Einsatz. Nun müssen die Waren noch in die Produktion oder zum Versand gelangen. Wahlweise können alle Artikel für einen Auftrag gesammelt und an eine zentrale Abgabestelle gebracht werden oder die Waren im Pick-Pack-Verfahren direkt nach der Entnahme versandfertig gemacht werden. Vorteile dieser Kommissionierart sind keine Wege oder Suchzeiten, eine geringe Fehleranfälligkeit und eine hohe Kommissionierleistung. Die Nachteile entstehen durch hohe Investitionskosten, weniger Flexibilität durch festgelegte Arbeitsplätze und Stillstand durch technische Ausfälle. Bei der Person-zu-Ware-Kommissionierung befindet sich die zu pickende Ware an einem bestimmten Lagerplatz und die Person bewegt sich für die Entnahme dorthin. Für die Lagerhaltung kommen beispielsweise Blocklager, Verschiebe- oder Fachbodenregale zum Einsatz. Diese Kommissioniermethode wird auch statische Entnahme genannt und die Person kommissioniert in der Regel ohne automatische Hilfsmittel. Besonders häufig wird diese Art des Kommissionierens bei leichten Waren und einem geringen Auftragsvolumen verwendet. Die Vorteile dieser Kommissionierart sind wenig technischer Aufwand, geringe Investitionskosten und die Möglichkeit für einen hohen Warenumschlag. Nachteile sind möglicherweise lange Laufwege, eine erhöhte Anstrengung für die Mitarbeitenden und ein meist unergonomischer Arbeitsplatz. Eine weitere wichtige Entscheidung in Bezug auf den Materialfluss ist es, die Reihenfolge der Entnahme beim Kommissionieren festzulegen. Dabei bestimmt vor allem die Art der Waren, in welcher Abfolge diese entnommen werden sollen. Die am weitesten verbreiteten Methoden sind hier FIFO, First In, First Out, und LIFO, Last In, First Out. Je nach individuellen Anforderungen gibt es aber auch noch weitere Entnahmestrategien in der Logistik wie HIFO, Highest In, First Out, oder LOFO, Lowest In, First Out. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, das ist ja alles schön und gut, aber wie lässt sich die Kommissionierung denn jetzt richtig organisieren? Die kurze Antwort: Das ist stark von den jeweiligen Anforderungen in eurem Unternehmen abhängig. Grundsätzlich wird unterschieden, in wie vielen Stufen die Zusammenstellung der Waren durchgeführt wird. Bei einstufigen Verfahren wird jeder Auftrag einzeln bearbeitet. Bei der zwei- oder mehrstufigen Vorgehensweise werden mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeitet, sodass die benötigte Gesamtmenge eines Artikels entnommen und später auf die verschiedenen Aufträge verteilt wird. Bei der einstufigen Kommissionierung unterscheidet man die auftragsorientierte serielle Kommissionierung, eine Person, ein Auftrag, und die auftragsorientiert parallele Kommissionierung, mehrere Personen, ein Auftrag. Die zwei- oder mehrstufige Kommissionierung wird auch serienorientierte parallele Kommissionierung genannt. Hier werden mehrere Aufträge zusammengefasst, sodass die benötigten Artikel in einem Rundgang kommissioniert werden. Besonders wichtig für ein gelungenes Kommissioniersystem ist die Art, wie Informationen ausgetauscht werden. Hierzu zählen zum Beispiel das Erfassen von Aufträgen, die Aufbereitung der Picklisten, das Bestätigen der Entnahmen sowie die Verbuchung im ERP-System oder Warehouse-Management-System. In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass analoge
Folgekommissionierverfahren mit Papier immer mehr durch digitale Lösungen ersetzt werden. Die Lösungen zur digitalen Kommissionierung, die ich euch kurz vorstelle, werden auch beleglose Kommissionierung genannt, da man ohne den Einsatz von Papier auskommt. Es gibt Pick by Scan bzw. Pick by MDE, Pick by Light, Pick by Voice oder auch Pick by Vision. Was alle diese Lösungen gemeinsam haben, der Datenaustausch erfolgt digital. Dank Schnittstellen werden Daten in Echtzeit mit dem ERP-System ausgetauscht. Informationen wie Lagerplatz, zu entnehmende Menge, Chargennummer und weitere Details können von überall aus abgerufen werden. Bei der Entnahme mit der Pick by Scan-Technologie kann zum Beispiel entweder jeder Artikel abgescannt werden oder es erfolgt nur ein Scan und die Gesamtmenge wird anschließend quittiert. Die Differenz der Soll- und Ist-Menge wird direkt angezeigt, sodass Fehler verhindert werden. Wird die Buchung bestätigt, wird diese in Sekundenschnelle im ERP-System verbucht. Klarer Vorteil: Fehlbuchungen, Such- und Wegezeiten sowie manuelle Nacharbeit werden durch die digitale Kommissionierung deutlich reduziert. Zum Abschluss haben wir euch noch 4 Tipps für ein effizientes Kommissionieren im Lager zusammengestellt, mit denen ihr eure Kommissionierzeiten reduzieren könnt. Tipp Nummer 1: Eine sinnvolle Lagerplatzkennzeichnung schaffen. Bei der Optimierung des Lagers wird dieser Schritt oftmals übersprungen. Eine präzise Lagerplatzkennzeichnung ist aber für effiziente Arbeitsabläufe und das korrekte Kommissionieren von Waren unabdingbar. Die Möglichkeiten reichen von einfachen Barcodes bis hin zur Unterstützung durch RFID oder elektronische Etiketten. Insbesondere in Kombination mit der chaotischen Lagerhaltung kann eine gute Kennzeichnung für eine Wegeoptimierung, einen höheren Raumnutzungsgrad und einfache Arbeitsabläufe sorgen. Tipp Nummer 2: Digital kommissionieren mit Scanner. Die mobile Datenerfassung mit Scannerlösung kann relativ einfach eingeführt werden und rentiert sich schnell. Fehleranfällige Prozesse werden eliminiert und Kosten eingespart. Davon profitiert nicht nur die Lagerlogistik. Weitere Abteilungen, Partner oder Kunden greifen durch die hohe Datenverfügbarkeit stets auf aktuelle Informationen zu. Der Vorgang des Kommissionierens wird deutlich flexibler, sicherer und schneller. Tipp Nummer 3: Mit Multikommissionierung arbeiten. Multikommissionierung, auch Multi-Order-Picking oder Sammelkommissionierung genannt, gilt als eine der effizientesten Kommissionierarten. Voraussetzung für die Anwendung ist eine Kommissioniersoftware, die Aufträge dann in einer digitalen Pickliste zusammenfasst. Diese ermöglicht es, Kommissionieraufträge papierlos, mobil und in einem Durchgang abzuarbeiten. Artikel, die für mehrere Aufträge benötigt werden, werden gesammelt entnommen. Die Zuordnung zum richtigen Auftrag kann dann zum Beispiel über verschiedenfarbige Behälter auf einem Kommissionierwagen erfolgen. So spart ihr euch das mehrfache Ablaufen bzw. Anfahren derselben Lagerplätze. Tipp Nummer 4: Eine routenoptimierte Staplerführung. Ihr habt Stapler in eurer Logistik im Einsatz? Dann ergeben sich auch hier große Optimierungspotenziale bei der Bereitstellung von Waren. Ein digitales Staplerleitsystem optimiert nicht nur die Auslastung eurer Stapler, sondern vermeidet auch Leerfahrten und Suchzeiten. Dank Schnittstelle erfolgt der Informationsaustausch mit dem ERP-System in Echtzeit und Warenbewegungen werden direkt verbucht. Das Ergebnis? Bestände befinden sich nie wieder auf unauffindbaren Freiflächen oder gehen im Gebäude verloren. Mit diesen 4 Tipps steht einer effizienten Kommissionierung im Lager jetzt nichts mehr im Wege. Das war Industrie 4.0 to go. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da. Ich freue mich außerdem über euer Feedback oder Wünsche für weitere Industrie 4.0 to go Folgen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest L-Mobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobile.com/Veranstaltungen zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.